Gestern sind von ganz alleine, ich schwöre, wirklich von ganz alleine, die Erdbeeren in meinen Einkaufswagen gehüpft. Das sind weiße Erdbeeren, die habe ich noch nie gegessen, auch nie probiert. Und ja, die haben 3,99 € gekostet oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, die nimmst du mal mit. Vielleicht kriegen wir die selber kultiviert dann im nächsten Jahr und so weiter. Dann hat man die nämlich immer. Dabei ist ein so ein Säckchen Erde. Und zwar steht da drauf, dass der Beutel zu 100% recycelbar ist. Ja, und natürlich das Tütchen mit dem Samen. So, ne? Und hier so ein Säckchen, wo man die Erdbeeren einbringen kann. Und natürlich die Anleitung, wie man das Ganze macht. Also hier in der Anleitung steht drin, dass man nicht mehr als 5 Samen in das Behältnis machen soll. Was ja logisch ist, weil die ja auch größer werden. Wer Erdbeerpflanzen kennt, der weiß ja, wie groß sie werden. Die restlichen kann man halt in andere Töpfe pflanzen, steht da drin. Das Ganze soll man dann bei 20 Grad ohne direkte Sonneneinstrahlung für 2 bis 3 Wochen in die Fensterbank stellen und dann sollen die keimen. Und dann, wenn die soweit sind, kann man die rauspflanzen und hat dann hoffentlich irgendwann Erdbeeren. Was ich witzig finde ist, wenn die anderen Erdbeeren weiß sind, sind sie nicht gut. Jetzt habe ich keine Ahnung, woran ich erkenne, dass die ja schon gut sind. Und da muss ich dann halt eben mal Onkel Google oder Tante YouTube fragen. So, jetzt fangen wir hier mal an. No, das mal einzupflanzen. Ups, jetzt bin ich gegen die meine Halterung gekommen. So. Jetzt kann ich das aufmachen. Aber das geht nicht auf. Da braucht man eine Schere. Da schaust du. Nehmen wir die Schere. Zack. Und dann machen wir da die Erde rein. Ich vermute mal, dass dieser Beutelinhalt dann auch genau hier für dieses Säckchen reicht. Wir werden das erleben. Ich komme da mal raus. Ach, ich muss das Loch größer machen. Das funktioniert ja wieder einwandfrei mit der Aufnahme. Das ist ja schon wieder Profi-like. So, jetzt haben wir die aufgemacht. Ja, so. Oh ne, da ist tatsächlich noch ein bisschen drin. Oder? Ich werde den Sack mal ein bisschen. Also ich finde das Beutelchen schon gut. Das ist handmade aus Indien, okay. Keine Ahnung, aus was das besteht. Jedenfalls hoffe ich, der hält, weil den kann man nämlich bestimmt noch super weiterverwenden. Na komm schon. So, ja, voller mache ich es nicht. Da kommt ja dann auch irgendwie noch ein bisschen Wasser drauf und so, ne? Ja, ist gut, Rechner. So, ich filme gerade mal an meinem Schreibtisch, weil in der Küche steht schon das ganze Gedöns, was wir mit im Garten nehmen und ich habe da gerade keinen Platz. Da müssen wir auch aufschneiden, das Säckchen mit den Samen. Also, ich möchte ja nicht wissen, wer da nun leider sitzen muss, um diese ganzen Erdbeersamen da rauszuholen aus so einer Erdbeere, weil besonders groß sind die ja nicht unbedingt. No, die sind ja mini, mini, mini. So, wie soll ich da jetzt genau 5 abzählen? Ich hätte da jetzt einfach Pi mal Daumen welche reinmachen. Auseinanderpflanzen kann man immer noch. Müssen ja dann sowieso pikiert werden, ne? Von daher. Zack. Erdbeeren drin. Oh, da werden wir aber reichlich Erdbeeren kriegen, wenn die alle angehen. Ich habe jetzt noch so viel auf der Hand und in der Tüte sind auch noch welche. Das ist gut. Vorsichtig wieder reinmachen, damit die nicht flöten gehen. Ne? So. Ja. Jetzt drücken wir das ein bisschen an. Ich weiß nicht, ich werde die nicht so ganz tief in die Erde machen.
wird die einfach nur so ein bisschen andrücken. Also Erdbeeren aus Samen gezogen, das ist auch definitiv mal was Neues. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Wir haben sonst immer Erdbeerpflanzen gekauft oder halt eben die Austriebe genommen, um die Erdbeeren zu vermehren. So, jetzt sind sie da drin, jetzt kriegen sie gleich Wasser und dann werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie sich das entwickelt. Und die anderen, die nehmen wir, wie gesagt, mit in den Garten oder wir bringen Pötte mit Erde mit und werden die dann hier nochmal dann mitziehen. Und dann hoffe ich, dass die alle angehen und wir schöne, schöne Erdbeeren haben. Und jetzt, wenn euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es sehr kurz war, würde ich mich über ein Like freuen. Wünsche euch frohe Ostern. Lasst euch nicht von Corona ärgern. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.